Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal zu einer weiteren Folge The Division 2. Wir spielen Herrschaft des Feuers und der Verpeilte hier, der euch gerade grüßt, hat die Lösung seines Rätsels gefunden. Ich habe natürlich den völlig falschen Fahndungsauftrag begonnen. Ich bin hier anscheinend unterwegs zu Curse und gar nicht zu Lieutenant Bantam und wir befinden uns natürlich in Constitution Hall. Jetzt hat alles wieder seine Richtigkeit, ein Kontrollpunkt und den Kopfgeldeinsatz. So, Freunde, Quatsch, die öffentliche Hinrichtung, die haben wir abgearbeitet und der Kopfgeldeinsatz, der steht natürlich noch aus. Zwei Kontrollpunkte, ein Kopfgeldeinsatz. Völlig verpeilt steht er hier auf dem Gerüst und freut sich seines Lebens. Na, da habt ihr mit Sicherheit natürlich wieder ganz schön hier mit dem Kopf geschüttelt und habt euch gedacht, Mann, jetzt hat er sich doch so erholt und trotzdem völlig verpeilt. Gut, Freunde, wir schauen, wo es weitergeht. Ich denke, wir schnappen uns den nächsten Kontrollpunkt. Kontrollpunkte sind gut. Kontrollpunkte. So. Ach ja. Ach ja, ne? Diesmal heroisch. Gut. Dann gehen wir hier mal erstmal zu dem hier. Beziehungsweise. Nö, wir sind eigentlich aufmunitioniert. Dann, doch. Wir machen einen kurzen Flug zum Safehouse und dann gehen wir den unteren Kontrollpunkt an. So. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ja, das denke ich mir. Sehr schön. Zack. 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 Und los geht's. Da links müssen wir raus. Und vermutlich die Treppe hoch. Jo, und dann schnappen wir uns doch den Kontrollpunkt. Ja. Da vorne wird er irgendwo liegen. Huch, da ist ein Loch. Ein Loch, ein Loch. Ach ja, klar. Sagt mir was, sagt mir was. So. Schauen wir uns mal kurz um, ob da drüben irgendwo einer rumrennt. Irgendwie eine Patrouille oder irgend sowas, die uns dann wieder in den Rücken fallen möchte. So, dann gehen wir da hoch. Wo? Okay, da ist einer. Da ist einer. Naja, dann schmeißen wir das Geschütz einfach dahin. Dann wird er uns hoffentlich hier nicht nerven. Wir rufen wieder wie immer unsere Verstärkung. Und los geht's. Verstärkung unterwegs. Wir kümmern uns um den Kerl da in Gelb. Ups. Ah ja, dürfen wir nicht vergessen. Da oben ist natürlich einer mit seiner großen Wumme unterwegs. System gedrosselt. Haben wir eigentlich Raketchen? Wir haben ein Raketchen. System reaktiviert. Den schnappe dir. Oh, kommt der noch um die Ecke. Und will bestimmt hier zum Geschütz. Rennt hoch, munitioniert vermutlich einmal um, auf und rennt dann wieder hier übers Geländer. Irgendwas beschießt mich von links. Ach du Schande, das meinte ich. Dass da wieder irgendwas hier rumspringt. Was sonst in die Quere kommt. So. Rechts ist nichts, aber unsere Verstärkung ist da und das ist gut so. Dröhnchen, Dröhnchen, da hinten springt einer rum. Schnapp ihn dir, T-Shirt.
Wir behalten ein bisschen hier das Gefechtsfeld im Auge. Ja, wusste es doch, da hinten kommen welche raus. Ah. Versucht wieder einer ans Geschütz zu kommen. Lass meine Jungs in Ruhe. Ach, da kommen sie, oder? Oh. Au, 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 weg mit dir. Weg mit dir. So, da ist einer. Oh, ein bisschen vorsichtig. Und das Geschütz wieder in Position bringen. Schwer gepanzerter Feind von da hinten. Oder von wo kommt der? So, unsere Jungs haben jetzt das Geschütz in Beschlag genommen, hoffe ich. Ja. So, dann schauen wir mal, was unsere Raketen machen. Ob die dann nochmal Wirkung zeigen. Deck mich, lade nach. Ich jag's in die Luft. So, da hinten ist irgendwas, da hinten ist irgendwas. Und er hier. Ist nicht zur Party eingeladen. So, dann schauen wir mal. Sich nähernde Feinde erkannt. Ach, wie ich diesen Spruch hasse. So, wir nehmen ein paar Raketen mit und werden erstmal aufmunitionieren. Irgendwo muss doch hier die Munitionskiste sein. Sehr schön. Ja, Jungs. Geht in die Feuerstellungen. So sehe ich das auch. Gehen wir es an. Oh ja. Er möchte anscheinend. Okay. Oh, da steht einer. Und der will nichts Gutes. Der ist nicht von der Post. So. Ich bräuchte auch so vieles. Da kommen welche. Ja, er läuft genau in unser Geschütz und kriegt richtig schön Feuer von hinten. Sehr gut. Oh, da rennt wieder einer hoch. Ja, der schwer gepanzerte Feind ist natürlich immer mit dabei. So, wie immer gilt, Freunde. Viel Feind, viel Leer. Oh, keine Munition mehr. Ja, dann halt nicht, ne? Immer schön zwischen den Geländerstäben durchschießen. Ich hoffe, dass das Gerätchen nicht hier hochrennt, oder? Okay. Dann lasst uns das Grünchen wieder mal ein Tönchen machen. Haben das Nest eingenommen. Das gefällt mir gut. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Und den Zugang haben wir auch freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir nehmen unser Maschinenschiff wieder auf und holen da mal ein bisschen Moon. Ist mal hier. So, und wir sind ja jetzt in der richtigen Fahndung bei Cursed und haben also 2 von 3 Kontrollpunkten eingenommen. So, er möchte bestimmt auch wieder irgendwas von uns. Danke, Agent. Unsere Vorräte, oh, wir haben nichts mehr. Langsam knapp. Naja. Euer Dank ist mir doch Lohn genug. So, was haben wir hier noch alles rumliegen?
Ding. So, da klingelt es wieder. Im Kästle. Da haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Was liegt da hinten? Ja, weil wenn nicht du, dann ich. Und will ich das? Gut. So, Dille, jetztle. Dann schauen wir mal. Als nächstes haben wir den Kontrollpunkt. Und was fehlt uns noch? Eine öffentliche Exekution? Nee, den Kopfgeldeinsatz. Stimmt, klar, den Kopfgeldeinsatz. Okay. Wollen wir den zuerst machen? Nö, gehen wir erstmal die Sache hier an. Ups, gehen wir die Sache erstmal an mit dem Kontrollpunkt. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil der ist wirklich schwer. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder mal den Arsch versohlt kriegen. Ob wir wieder die Hucke voll kriegen. Sehr schön, Freunde. Das gehen wir also ganz gemächlich an und ganz vorsichtig. Oh, wir müssen hier links rum. Links rum? Ne, hier rum. So. Oh, jetzt aber erstmal einen Schluck trinken. Nicht, dass wir dehydriert sind, bis wir dort sind. So, da brennt es. Abtrünniger Agent entdeckt. Aha. Wo? Wo? Wo macht er mir Probleme? Da? Oh ja. Oh ja, da kriege ich gleich die Hucke voll von dem Kollegen. Und da renne ich gleich ins nächste Verderben. Wo ist er denn? So, meine Drohne kümmert sich um ihn und lenkt ihn ein bisschen ab. Hoffe ich doch. Flickersuchermine entdeckt. Ah. Feindliche Flickersuchermine entdeckt. Das? Ah ja, das ist er. Okay. Der macht mir aber das Leben nicht leicht. Rotes Artilleriegeschütz entdeckt. Ach, scheiße. Da ist noch einer. Feindliches Artilleriegeschütz entdeckt. Oh ja, und das war's. Tja, ich glaube, das waren zwei. Da habe ich mich dann wohl doch ein bisschen... getötet. Okay, zurück. Neustartpunkt wählen. Dann... konzentrieren wir uns wieder auf die Basics und zwar auf die Fahndung. Ich glaube, das waren zwei und das habe ich jetzt wirklich total verpeilt. Aber wir lernen ja dazu. So. Genau, da wollten wir hin. Und das heißt, wir müssen jetzt hier raus. Mal schauen, ob uns die Jungs nochmal über den Weg laufen. Dieses abtrünnige Agent oder Agents? Mal weh ist es nicht. So, links rum. Ach, dann ist das klar. Okay. Ich weiß Bescheid. Das ist dieser Tunneleingang. Steht ja auch da. Gut, das wird auch nicht ganz easy. Hier oben haben wir eine relativ gute Position, sind relativ gut geschützt, zumindest mal von zwei Seiten und haben die Sache ein bisschen im Auge. Aber es wird nicht easy. Tja. Nehmen wir mal Verstärkung. Verstärkung trifft ein.
Bring das Geschütz möglichst nah ran. Ja, das sind jede Menge gute Kollegen. Und da geht's schon los. Oh ja. Ja, der da oben macht mir Sorgen. Oh ja, und da fliegt schon wieder eine Granate und schon hat es mich wieder erwischt. So, wir gehen mal nach hinten und hoffen, dass vielleicht unsere Verstärkung uns aufretten kann. Aber ich glaube es fast nicht, die sind noch nicht in der Nähe. Agent braucht Verstärkung. Die sind noch nicht in der Nähe, oder? Doch, da kommt was. Jungs, hier bin ich. Ja, mich bitte auch nicht. Wo ist euer Chef? So, kommt noch was? Oder werden wir aus dem Spiel genommen? Ja, wir haben noch ein bisschen. So, die Verstärkung ist zwar da, aber es kommt keiner, um mich wieder zu beleben. Wir warten noch ein bisschen ab. Und wie zu befürchten, habe ich ja gleich wieder mal den Arsch voll. Ach, ziviler Anführer gestorben, also dann ist die Sache erledigt. Dann können wir uns gleich wieder auf den Neustartpunkt konzentrieren und die Sache nochmal angehen. Und diesmal müssen wir doch schauen und warten, bis unsere Verstärkung da ist. So. Und die Sache nochmal von vorne angehen. Ich merke schon, das wird heute wieder eine etwas längere Folge. Von Feinden bewachter Ort erkannt. So, nochmal schauen, aber ich glaube, hier müssen wir lang. Unsere Verstärkung müsste ja schon vor Ort sein. Und eigentlich müsste man dann schauen, dass wir zuerst den Lieutenant oder den Anführer wiederbeleben. So, in die Richtung müssen wir. Also da vorne müsste es ja schon abgehen. Oh, der hat sich aber ganz schön weit nach vorne gewagt, um ihn wieder zu beleben. Okay. Erstmal weg. So, die Jungs sind mittlerweile rein. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ja, also mit einer Axt, ich weiß nicht, ob das was wird. Oh ja, die kämpfen da. Sehr weit drin. So. Ja, gleich macht's Boom. Frage ist immer noch bei wem. Wo ist der Kollege? Das würde uns natürlich ein bisschen was bringen. Wo liegt er? Ah. Hä? Nee, das bringt nichts mehr. Ach du Scheiße. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ups. Rennt hier voll ins Feuer. Das Ding ist gleich hinüber. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil man die Kollegen hier im Dunkeln nicht sieht. So, schauen wir mal, dass wir das Geschütz dann im Tunnel platzieren.
Ein Nachtsichtgerät wäre jetzt irgendwie hilfreich. Ein Königreich für ein Nachtsichtgerät. Ist ein bisschen hier ins Blinde reinschießen. System wiederhergestellt. Ja, müssen wir uns halt auch ins Blinde begeben. Ah, der Officer hat's erwischt. Können wir ihm helfen? Oh Mann. So, ein bisschen hier zickzack. Systemfehlfunktion. Aber er bewegt sich aber auch ein bisschen arg in die Gefahr, ne? Ups, jetzt haben wir echt ein Problem, der Kollege hier mit seinem Scharfschützendingens. Ob das hier jetzt ein richtiger Schutz ist? Ich kann mich drum kümmern. Pass auf! Sie kommen aus der Deckung! Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ja, wer braucht keine? Also ohne Drohne geht die Mimi nicht ins Bett. Was? Wie? Hinter uns? Hä? Da. Ja, komm jetzt. Mann. Los, raus hier. Ja, ja, wir müssen uns erstmal wieder zurückziehen. Das war bestimmt, genau. Weg da, ja. Verlass dich auf mich. Aha. Ich sehe wieder gar nichts. Da links kommt einer. Ich hol mir den Helikopter. Oh ja, der ist hinter mir her. Wer will's wissen? Lade nach! Weg, 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 weg. Hat immer noch nicht genug, das Mädel. Jetzt aber. So, jetzt ist sie mit Fahrschein. Da kommen noch mal zwei. Das Gute ist wenigstens, dass es Tag ist und dass man was sieht, nur halt eben nicht im Tunnel. So, wir werden uns hier ein bisschen Munition schnappen. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht... Nein. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Auf Gegenangriff vorbereiten. Von wo kommt er? Registriere zusätzliche Feindkontakte. Okay. Gut. Die kommen von wo? Ah ja, von da.
So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Da haben wir noch einen, da haben wir noch zwei. Nee, keine Munition. Ach so, wir haben keine Munition. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Müssen wir mal schauen, wo haben wir denn die Munitionskiste? Hier haben wir auf jeden Fall Spezialmunition. Und den kriegen wir noch weg. Jetzt haben wir wieder hinter uns was. Yep. So, wir müssen erstmal ein bisschen aufmunitionieren. Ja, mit dem Geschütz werden wir leider jetzt hier nicht mehr gewinnen. Das ist in die falsche Richtung. So, hier hin. Wenn unser Geschütz bereit ist, dann können wir das da richtig schön hier auf dem Polizeifahrzeug. Kommt er wieder hinter uns. Okay. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ach du Schande, das wird wieder nichts. Ah, voll in die Sackgasse gesprungen. Komm weg. Und runter. Ja, da haben wir das Glück, dass dann doch unser Geschütz da war. Zack. Und Droni. Machen weg. So. So, Lenky Santiago will es noch wissen. Will noch Stress mit uns. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Der gute Santiago ist jetzt Geschichte. Verräter in unserer Mitte ausmerzen. Hat sie uns etwa verraten? Nein. Aber sie hat den Zugang und die psychologischen Mittel, um Verräter zu erkennen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, Freunde, wir haben also den Efeu-Tunnel doch noch eingenommen. Ich gebe zu, es war wieder mal eine ganz schön harte Nuss hier zu knacken. War ein bisschen Action, aber deswegen sind wir ja da. Und deswegen macht uns das Ganze ja auch so viel Spaß. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein kleines bisschen Spaß, auch mit meinen kleinen Fehlerchen. Beziehungsweise, ja, mit meinem
arschversohlt bekommen. Aber nichtsdestoweniger wünsche ich euch weiterhin viel, viel Spaß hier mit diesem Spiel, der Division 2 und der Season 11. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, denn dann schnappen wir uns das Kopfgeld und dann schauen wir, wie weit wir dann mit der Fahndung kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio. Gegner bewachen einen Ort in der Nähe.